Buenos dias, señorinas y señores. Wir sind hier mitten im Dschungel und Verräter haben uns überfallen. Also, ja, wir haben scheinbar den ersten Teil der Endqueste durch. Und da oben alles abgesperrt ist, um das schon einen schönen Arena-Kampf zu machen, kommen wir hier unten wahrscheinlich nur unten durch den Sumpf. Was mich jetzt wundert, das sind alles unsere Kompagnons von der Nordkarte. Wo sind also unsere Kompagnons von der Südkarte? Warten die vielleicht im gemeinsamen Lager der UFLL und APR auf uns? Das ist die Frage. Jetzt ist die Frage, in welche Richtung müssen wir eigentlich? Eigentlich irgendwie da so. Ja, also ich habe jetzt auch gar nicht lange Pause gemacht. Ich bin einmal kurz zur Erleichterung gegangen und habe eigentlich nicht viel mehr gemacht. Ich glaube, wir müssen da hinten durch. Ja, eigentlich habe ich noch 3 Stunden auf der Facecam, wenn ich sie vollständig ausreizen möchte, was kein Problem ist. Warte mal, gehe ich jetzt eigentlich wieder zurück zur Landezone oder? Da ist aber auch noch Sprengstoffmaterial. Ich muss noch mal zurück. Ich muss noch mal zurück. Ja, ich bin jetzt gerade mal wieder ein bisschen verwirrt. Das heißt natürlich verwirrt. Hier sind wir reingekommen. Ich will möglichst hier an Vorräten alles mitnehmen, was geht. Und hierzu gehört natürlich auch Sprengstoff. Weil, Moment mal. Moment, Karte wegmachen. Da komme ich nicht so rein. Nö, das ist Sprit. Da ist Sprengstoff, genau. Ich brauche doch meine guten Pfeile. Pfeile mit Weile. Die Frage ist jetzt wirklich, in welche Richtung müssen wir, weil wir haben ein bisschen Fußball spielen mit dem Schrott hier. In welche Richtung müssen wir, weil ich sehe momentan keine Richtungsvorgabe. Also hier ist ein Weg, den wir noch nicht gegangen sind. Insofern nehme ich mal an, das ist der Weg. Also ich habe eben noch mal den Tagebucheintrag gelesen. Also ist mir zuerst nicht so aufgegangen. Die UFLL und die APR haben sich verbündet. Machen jetzt gemeinsame Sache. Hier ist ein Safe House. Wir sind genau richtig. Also die machen gemeinsame Sache und wir sind jetzt sozusagen der Feind. Also wir und der Schakal, wir sind der Feind. Und die werden uns nicht mit offenen Armen willkommen heißen, wie der Schakal gesagt hat. Der Schakal hat nämlich gesagt, so von wegen, ja, du kannst da einfach reinmarschieren, weil die kennen dich ja. Ich glaube, wir werden da Probleme bekommen. Ich werde es natürlich versuchen, ich werde da jetzt einfach reinmarschieren, so von wegen, hey, Vorhis, alte Kanone, was machst du denn hier, ne? So in der Richtung. Ich nehme aber einfach mal an, wir werden da gleich mit den legendären blauen Bohnen empfangen werden. Mit den blauen Bohnen kommen wir. Ich nehme dich mit der Scharfschützen ins Visier. Ja, super. So, da haben wir. Das ist eine Waffenstillstandszone. Das ist interessant. Eine Waffenstillstandszone. Das heißt, die können gar nicht auf mich schießen. Sonst würden sie ihre eigenen Regeln. Naja, wobei Regeln, ne? Regeln in einem Söldnerkrieg. Kannst du mal vergessen, ne? Oh, das sieht interessant aus hier. So, also hier kann man durch. Ich werde mir das erstmal ganz alles genau angucken. Machen wir mal einen Speicherstand hier. Hier jetzt gleich
tatsächlich die blauen Bohnen an die Nase kriegen. Tachchen! Moin Vogel! Der steht da mit einer Karte und guckt. Okay, was haben wir hier? Ja, also hier gibt es schon mal Medi. Das ist gut. Die Männer kommen hier herum. Von beiden Seiten. Wir überwachen den Punkt. Die Ziele bewegen sich nach Osten. Hier durch. Schaut sich nach vorher an. Sie langsamer. Wenn wir schnell genug fahren, holen wir sie hier ein. Die Verhörer haben ergeben, dass der letzte Trupp hier ist. Wir haben etwa eine Meile Vorsprung, aber das schaffen wir nicht. Eine erste Einheit. Hey, wen haben wir denn da? Oh, oh. Was führt sie her, Kumpel? Habt ihr nicht erwartet? Okay, also die reden nicht mit mir, die greifen auch nicht an. Was macht der denn hier? Ihr wollt keinen Ärger? Ihr kriegt Ärger, aber sowas von. Da ist ein Snipey. Den Snipey, den würde ich gerne aus der Entfernung einfach mal so wegziehen. Und mich dann möglichst wieder verpieseln. Okay. Aufpassen, dass ich nicht irgendwie... Ach nee, nicht doch. Naja, komm. Die können wir noch einmal entsperren, über. Wo ist der Snipey? Hier war eben Snipey. Ja, das tut er. Ich muss noch mal gucken. So, also das da ist ein ganz normaler Soldier. Was hast du auf dem Rücken? Zeig mal. Eine Schroti. Er hat eine ganz normale Dingse. So, wie sieht es denn hier drüben aus? Da ist der Sniper. Okay. Ja, wenn ich jetzt hier reinballere, dann habe ich ein Wespennest. Das ist schon mal klar. Okay. Es tut mir leid, wenn ich jetzt hier ein bisschen sehr vorsichtig bin, aber die Vögelchen werden mich, wenn ich nicht aufpasse, in kleine Stückchen zerlegen. Okay. Das ist ein bisschen schwer. Ich krieg den Sniper von hier nämlich nicht. Warte mal. Weißt du, dann machen wir das so. Ich bin erstmal raus. Nein, nicht schleichen jetzt. Ich sollte mir erstmal eine vernünftige Wumme wieder besorgen. Das heißt, wir müssen zum Safe House. Ich hoffe mal, der Vogelgarten da. Vogelgarten. Respawnt nicht. Ah. Das haben sie hier wirklich gut gemacht. Dass man hier nicht so leicht fliehen kann. So, wo ist denn das Safe House? Weil da haben wir. Im Safe House haben wir eine frische Snipey. Und da habe ich nämlich gar nicht dran gedacht, dass das Teil ja im Moors war, ne? Wie man im Hamburgischen sagen würde. Also im Moors heißt im Orsch. Da habe ich nicht dran gedacht. Ja, also das Safe House soll hier sein. Hey, hör doch mal auf mit diesem Pornogestöhne, Digga. Ich hab zu tun. Kommen wir hier nicht mal hoch oder was? Doch. Ah, da, ja. Safe House da vorne. Zum Glück haben wir nämlich ja unsere Waffen hier hinterlegt. Ich hoffe, das sind gängige. Jetzt stell dir vor, ich habe da wieder Schrott reingelegt. Dann würde ich aber mal rebellieren gegen mich selbst. So, also 9 Minuten, schon wieder eine halbe Folge. Ja, ob ich das schaffe in den 3 Stunden, den
den Schmonsens aufzuräumen. Also auf jeden Fall haben wir jetzt den Laden aufgescheucht und sie werden uns auf Sicht abschießen. Aber ich glaube, hier über diese... Hör doch mal auf mit dem Gekeuche, Kollege. Das hilft auch nichts. Ich werde dich trotzdem da hochjagen. Auf dass du unsere Gegner in mundgerechter Häppchen zerteilst. So. Ach, ist das schön. Jetzt haben wir wieder vernünftige Bewaffnung. Ich gehe mal auf die Knie. Wir machen das ganz gemütlich. Mach mal Speicherstand bitte. Dann machst du Speicherstand. Also. Also später haben wir auch da drinnen Nachschub. Aber wir bräuchten die auch gar nicht alle platt zu machen. Wir bräuchten eigentlich nur den Vorhees und seinen Kollegen da, den. Ich weiß es gar nicht mehr, wie der heißt. Mir entfallen die Namen so leicht. Weil sie eh alle tot sind schon. Hab ich ein großes Maul, ne? Ich bräuchte eigentlich... Bams und raus. Ah, Kack-Corona. So. Ja, ich weiß nicht, wie das hier ist, mit außer Waffenstillstandszone entkommen. So. Tun wir die nach und nach, so wie der Typ vorhin gesagt hat. Die beiden Bosse werden wahrscheinlich in ihrer Hütte drin bleiben. Und wenn sie da auf dem Präsentierteller sind, dann kann ich eigentlich von der gegenüberliegenden Seite, sobald ich dort aufgeräumt habe, könnte ich einen Explosivpfeil oder eine Granate reinschmeißen. Das jetzt hier ganz gemütlich. Wenn man bei solch einer Aktion von das war ja mal lustig. Entschuldigung, wenn ich jetzt hier ein bisschen schisshasenmäßig. Auftrete. Aber wie ich immer sage, lieber ein. Whoopsie. Ah. Lieber ein lebendiger Hund als ein toter Löwe. Ist, glaube ich, ein altes arabisches Sprichwort. Nochmal reload. So, ich glaube,
Die Herren werden uns nicht mehr näher ranlassen. Ich hoffe, ihr hört noch laut genug. Da sehe ich ein. Ich bin weg. Wenn ich es nämlich schaffe, meine Heilspritzen zu schonen. Oh, Alter. Es sind nämlich durchaus limitierte Ressourcen hier in diesem Fight. So. Ja denn? Ich mache jetzt so viele Speicherstände, dass mir die Festplatte überläuft. Nein, wir bleiben hier. Entdeckung, ich lade nach. Nö. Hier lädt niemand nach. Durch die Foliage. Das ist nämlich das Gute bei dieser panzerbrechenden Snipey. Dass die nämlich auch gegen die Blätter aus Stahl wirkt. Ah, Alter, ich sehe mal gar nichts hier. Ja, ich bin mal gespannt, wie viel Material ich hier noch verballern muss, um du hast sie doch wohl nicht alle. Eine Erbsenpistole, ne? Du Arsch! So, also hier ist eine ganze Menge Material jetzt schon, liegt hier auf dem Weg. Guck mal. Alter. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Also wir dürften schon ein bisschen aufgeräumt haben. Muss halt nur mit diesen Zombies aufpassen, also mit diesen Halbtoten. Weil die halt richtig gut getarnt. Oha. Im Gebüsch liegen können. Ich glaube, das war wieder so einer. Wobei, das hört sich nach einer Schrot an. Muss halt auch aufpassen. Platz sah aus wie ein Kopf. Oh. Ganz schön spannend. Findet ihr hoffentlich auch. So, den hatte ich. Speichern noch mal, weil ja der ah. Ach, fuck.
jetzt auch noch das. Boah, sollte ich weg. Das sind ein paar viele. Ah! Wichser! Nein, bin ich nicht. So, oh, oh, oh. Ich habe mich beinahe gut versiegt. Dieser Kack-Malaria. Na? Verreck. Verreck. Alter. Ja. Bald müssen wir Munition holen. Hab ich schon gespeichert? Weiß ich nicht. Oh, wer da läuft. Nach jedem abgeschossenen Idioten muss mindestens einmal gespeichert werden, sagte er und hielt sich hoffentlich dran. Hier schleicht noch irgendwer durch die Gegend. Ich höre das. Wichser! Ja, sowas sagt man doch nicht. Was denkt man höchstens? Man sagt lieber Arschkrampe. Aha. Gesäßvioline. Wo schießt der Vogel denn hin? Vor allen Dingen, die haben endlos Muni. Man guckt am besten hinter sich, weil die Ubisoft KI hat es immer so drauf. Aha. Da müssten doch Vorhels und Kuh sein, jeder. Ach, guck mal. Scheiß Sniper. Der hat mich die ganze Zeit beharkt. Wer bist du denn? Nee, ich wollte sagen, die Ubisoft-KI macht das nämlich immer, dass sie sich in den Rücken schleicht irgendwie. Nee, die Muni will ich nicht hochjagen. Ah. Irgendwer schießt doch hier schon wieder auf mich mit der Sniper. Aha. Bewegt das sich? Nö. Da war eben was Rotes. Ganz schön spannend. Ziel aktualisiert. Oh. Scheint so, als hätte ich einen meiner Hauptobjectives erledigt. Warte mal. Zur Hütte des Schakals gehen und die Diamanten abliefern. Es ist soweit, alle sind tot, Feinde und Freunde außer mir und dem Schakal erwartet in einer kleinen Hütte direkt hinter dem Canyon Pass, erwartet die Diamanten, bevor er den Pass mit Dynamit schließt. Also ich könnte da jetzt noch rumballern, wollen wir noch?
Also ich würde mich gerne noch aufrüsten und hier oben ist einiges an Material. Also warte mal, wir haben den, also das eben schien Vorhies gewesen zu sein, den wir eben erschossen haben. Also der, der eben bam, 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 bam gemacht hat. Denn danach wurde dann die Quest aktualisiert. Sind jetzt alle hinüber? Ist es jetzt ungefährlich? Ich mag eigentlich gar nicht in Richtung explosiver Dinge gehen. Space exploration.